Dieses Mal reisen wir mit Land der Berge durch den nördlichen Flachgau. Was hat der Flachgau eigentlich mit Bergen zu tun, wird sich der 2- und 3000er verwöhnte Gebirgsbewohner fragen. Nun, ab wann ist ein Berg ein Berg? Ab 1000 Meter? Oder wenn auf seinem höchsten Punkt ein Gipfelkreuz angebracht ist? Oder wenn der Weg zum Gipfel durch schwindelerregendes Gelände aus Kalkstein, Schiefer oder Granit führt? Die Berge des nördlichen Flachgaus sind weitläufig und deshalb sehr gemütlich zu bewandern. Dafür muss man auch nicht bei jedem unkonzentrierten Schritt um sein Leben bangen. Unsere heutigen Filmberge vom Teufelsgraben bis zum Untersberg sind der Haunsberg, der Buchberg, der Tannberg, der Irsberg, der Zifanken und die große Pleike. Der Fockenberg und zu guter Letzt der Untersberg. Dazwischen liegen sanft in die Landschaft eingebettet das Flachauer Seenland und viele kleine und große Geschichten. Die ältesten davon haben Millionen von Jahren auf dem Buckel. Mattsee liegt an zwei Seeufern, dem gleichnamigen See und dem Ubertrummer See. Zwei Erhebungen bestimmen die Ansicht des Ortes. Der Geologe Horst Ibitzberger beschreibt uns die Besonderheiten dieser beiden Mattseer Berge. Der Fels, der diesen Schlossberg aufbaut, entstand aus einem Meer vor 40 Millionen Jahren ungefähr. Und in diesem Meer lebten sehr viele Lebewesen und die findet man hier in versteinerter Form vor uns. Ganz besonders schön sind zu erkennen Muscheln, Schnecken, Korallen, die diesen versteinerten Strand eben hier aufbauen. Und ganz besonders ist hier schön zu sehen ein Seeigel. Und dieser Seeigel ist was Besonderes, weil diese nach der Typlokalität Matze benannt wurden. Das ist eigentlich der Gipfel des Schlossberges, dieses ehemaligen Strandes aus dem Eozän. Und dieser Schlossberg bildet zusammen mit dem Wartstein, den man da im Hintergrund sieht, den Nordrand der Alpen. Also das heißt mit anderen Worten, wir stehen hier genau noch auf den Alpen und wenn man da ein paar hundert Meter weiter geht, dann ist man nicht mehr in den Alpen, sondern in der Molassezone. Die gehört nicht mehr dazu. Während der letzten Eiszeit vor 20.000 Jahren lag das gesamte Salzburger Becken und die gesamte Landschaft des Flachgaus unter der massiven Eisschicht des Saalach- und Salzachgletschers. Die maximale Eisstromhöhe dieses Gletschers betrug im oberen Salzachtal 1.800 Meter, im Salzburger Becken ca. 800 Meter Meereshöhe. Also während der letzten Eiszeit vor 20.000 Jahren ist der Gletscher hier herinnen gelegen und der oberste Teil vom Buchberg, vom Haunsberg hat herausgesehen, genauso wie hier der Tannberg. Dort bei diesen Bergen spricht man von sogenannten Inselbergen, Nunatacker, sagt man auch dazu, kommt aus den Grönländischen und rundherum war das Eis. Und während älterer Eiszeiten, die waren weiter ausgedehnt, waren diese Berge vollkommen auch mit Eis bedeckt. Mit dem Ausklingen der Eiszeit vor 10 bis 14.000 Jahren flossen die Gletscher wieder zurück in das Gebirge. Bestehen blieben weite Grundmoränenlandschaften, übersät mit Gletscherschutt. Nur langsam breitete sich die Vegetation aus, um
schließlich diese vor uns liegende Landschaft zur Blüte zu bringen. Die Flachgauer Seen sind ganz unsentimental betrachtet nur die übrig gebliebenen Pfützen des einst mächtigen Salzach- und Saalachgletschers. Auf diesen Flüschrücken und Kuppen, die man hier eben findet, hat man schon sehr alte Besiedlungen, also vorchristliche Besiedlungen, auf jeden Fall nachweisen können, auch mit entsprechenden Grabhügeln, die dann ein bisschen weiter unten zu finden sind und die auch alle bereits ausgegraben worden sind. Die Leute haben gelebt ganz normal vom Anbau. Es waren Bauern. Ernst Piech, der heutige Besitzer des sogenannten Kaiserwagens, der in seinem öffentlich zugänglichen Oldtimer-Museum in Mattsee steht, unternimmt einen Ausflug auf den Tannberg mit uns. Wir machen einen kleinen Umweg über Neumarkt am Wallersee und nehmen dort den Bildhauer, Maler und Architekten Johann Weiringer mit auf die Reise. Johann Weiringer hat in seinen Gemälden auch immer wieder die Landschaft des Flachgaus porträtiert. Sein bildhauerisches Ausgangsmaterial ist der Stein. Und da setzt er sich bei seiner Suche nach geeigneten Objekten im alpinen Raum keine engen Grenzen. Dieser Gletschertopf wurde zum Beispiel per Tieflader aus Kärnten in sein Atelier nach Siegertstein bei Neumarkt transportiert. Im Park rund um das Atelier finden sich wahre Schätze aus so ziemlich allen erdgeschichtlichen Epochen der Ostalpen. Kaiserauto, da haben wir auch Bilderfotografie. Wunderbar. Jetzt fahren wir her, Bill. Ja, dieses Auto wurde speziell für den Kaiser mehr oder weniger konstruiert. Der Kaiser hasste diese stinkenden, lauten Autos. Und die Industrie wollte unbedingt, dass er einmal mit einem Auto fährt. Und dann haben sie ihm ein Auto geliefert, das nicht stinkt und nicht laut ist. Ein elektrisches. Und zu seinem Regierungsjubiläum 1911 hat man ihm dieses Auto geschenkt. Das Auto hat eigentlich der Erzherzog Salvator immer in Betrieb gehalten für den Kaiser. Das war ja der einzige Ingenieur in der Habsburg-Familie. Ja, ja, da bin ich nicht gefahren, Herr Bier. Was der Auto ist, schon schön sein, ja. Das ist schon die Schneedorf, das ist schon ein besonderer Platz auch. Ja, wunderbar. Dieses Auto ist allerdings gefunden worden mit einem Fiat-Motor und als Kaffee-Reklame. Und jetzt haben wir es wieder ins Original zurückmontiert mit einem Elektromotor und Batterie. Das Salzburger Land, speziell der Flachgau, wir haben ein Grün, wir haben ein Blau. Es ist die Weite noch da. Dann die Berge, die ja unterschiedlich sind. Bei einem Föhn hast du eine Dominanz von einem Ausmaß, dass du nur mehr da stehst und glücklich bist. Wahrscheinlich macht es schon am Flachgau aus, ohne diesen Rahmen. War das nicht der Platz da, das musst du mal so sehen. Du musst alles immer auf einen Ort und Stelle malen. Der Tannberg. Mein Geburtsort Siegerstein und Südtirol, der wichtigste Platz. Wo ich da stehe, da hat mein Urgroßvater, der war KK
Oberförster, da ist das Jagdhaus gestanden. Es ist schon ein Traum, Heimatgefühl. Das Alpenvorland, der Wallersee, das Ganze sind ja auch geformt durch die letzte Eiszeit. Aber warum ist Alpenvorland? Weil da hinten beginnen die Alpen. Dieses Gefühl des Ewiglichen, was aber kein Ewigliches ist, das ist aber das Fantastische dran. Weil irgendwann ist das auch nicht mehr da. Unterhalb von Neumarkt gegen Südwesten gelangt man zur Wallersee-Ostbucht. Ein entspannter Ort mit Strandbad und einem kleinen Yachthafen samt Hafenpromenade. Von dieser Ostbucht aus kommt man auf einem Wanderweg zum Wenger Moor, einem Hochmoor. In diesem idyllischen Natur- und Vogelschutzgebiet sind viele gefährdete Pflanzenarten zu Hause. Außerdem ist es Brut- und Rastgebiet für unzählige Vogelarten. Über den 1114 Meter hohen Kolomansberg reisen wir weiter Richtung Hendorf. Mit der großen Pleike und dem Wallersee unterhalb ist diese Gegend ein beliebtes Ausflugs- und Urlaubsziel. Das Flachgauer Seenland war schon Ende des 19. Jahrhunderts zu einem Eldorado der Sommerfrische geworden. Die Urlauber kamen meistens aus der Stadt und mieteten sich über die Sommermonate bei den Bauern oder privaten Hausbesitzern ein, die dann in die Dachböden ihrer Häuser übersiedelten. Hendorf lag damals direkt an der Hauptstraße von Salzburg nach Wien. Es zog immer besonders viele illustre Gäste an, was vor allem am Besitzer des Braugasthofs Kaspar Moser III. Und seiner Liebe zu Kunst und Inszenierung lag. Unter seinen Gästen befanden sich Sänger von der Wiener Hofoper oder Schauspieler vom Burgtheater. Legendär waren die Kostümfeste, die Kaspar Moser für seine Gäste veranstaltete. Er starb 1909 als Junggeselle kinderlos. Seine beiden Großneffen, Richard Mayer, der große Opernsänger, und Karl Mayer, erwarben 1915 das Gasthaus. Sie dürften schon früh von Kaspar Mosers Kunstsinn angesteckt worden sein. Karl Mayer führte den Gastbetrieb, war aber auch Kostümbildner für das Theater in der Josefstadt in Wien. Er stickte, klöppelte und entwarf auch sehr erfolgreich eine neue Trachtenmode aus Leinen. Johanna von Schöning erklärt uns in der legendären Hendorfer Wiesmühl, worauf es bei einem Karl-Mayer-Dirndl ankommt. Karl-Mayers Dirndl haben eine ganz besondere Sache, dass sie immer einen Karostoff haben müssen. Dann werden die Schürzen auch nicht gebunden, sondern die Schürzen werden geknöpft. Also man hat die Schürze hier seitlich geknöpft, vorne geknöpft und jetzt drehe ich mich einfach um. Dann ist es sehr herzig, weil es hat hinten eine Rosette und dann wird eben der Stoff eben auch schräg genommen. Und das ist eben das, was ein Hendorfer Dirndl auszeichnet. Die Wiesmühl, heute im Besitz der Familie Schöning, ist eine Mühle aus dem 16. Jahrhundert. Sie gehörte auch einmal zu Karl Mayers Besitz. Er verkaufte sie 1926 an den berühmten deutschen Schriftsteller Karl Zuckmayer. Karl Zuckmayer verbrachte bis 1933 die Sommermonate immer hier und wohnte in der Renovierungsphase der Mühle im sogenannten Geisterzimmer in Karl Mayers Bräuhof, einem düsteren Raum, in dem im 17. Jahrhundert geldgierige Söhne ihre alte Mutter ermordet haben sollen. Karl Mayer glaubte an seine Hausgeister. Er sprach in der Gaststube immer wieder mit seiner verstorbenen Großmutter, die sich ab und zu durch lautes Klopfen bemerkbar machte. Karl Mayer soll daraufhin so geantwortet haben: "Ja, ist schon recht, Großmutter, alles in Ordnung. Und jetzt gib wieder eine Ruhe." Karl Zuckmayer bildete mit den Literaten Stefan Zweig, Ödön von Horvath und anderen den Hendorfer Kreis. Aus Salzburg kam der Gründer der Salzburger Festspiele, Max Reinhardt, oft angereist.
ebenso wie Gerhard Hauptmann und der russische Opernbass Fjodor Schalgirpin. Zuckmayer verfasst in seiner äußerst produktiven Hendorfer Zeit zwei Theaterstücke, den Schinderhannes und den Hauptmann von Köpenick, die beide in Deutschland rauf und runter gespielt und später auch verfilmt wurden. Als Mensch mit viel Fantasie fühlte er sich sehr wohl in der trinkfesten Umgebung des Kaspar Moserbräu. Hier sieht man Ödön von Horváth im Moserbräu, der an diesem Wirtshaustisch seinen Roman Jugend ohne Gott schrieb. Zuckmayers stundenlange Wanderungen führten ihn oft hinauf auf den waldreichen Zifanken und zur alten Schlossruine Lichtentann. Den gegenüberliegenden Buchberg nannten Karl Mayer und er ihren Fujiyama. Mit der Machtergreifung Hitlers 1933 in Deutschland ging Zuckmayer ins österreichische Exil nach Hendorf, in seine Wiesmühl. Als ätzender Kritiker der heranrollenden Nazi-Diktatur und sogenannter Halbjude stand er auf der Abschussliste der Nazis. Seine Literatur fiel den NS-Bücherverbrennungen zum Opfer. Mit dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich 1938 musste er auch von hier weg. Hendorf ist sich dieser Vergangenheit mit all den literarischen Größen bewusst. Auch Franz Stelzhammer, der oberösterreichische Dialektdichter, Johann Freunbichler, Thomas Bernhards Großvater und ebenfalls Poet, lebten in Hendorf. Die Wiesmühl liegt heute am Karl-Zuckmayer-Weg und sie steht auf Anfrage auch Besuchern offen. Und dann gibt es last but not least das Hendorfer Literaturhaus. Außerdem das Geisterzimmer im Kaspar-Moserbräu kann man auch noch besichtigen. Sagen, Mythen und Legenden, Kult- und Kraftplätze gibt es unzählige auf den Höhen, in den Seen und Wäldern des Flachgaus. Hexen, Teufel, Riesen, Zwerge, Ungeheuer, Geister und seltsame Wesen tummeln sich hier zuhauf. Am Fuß des Haunsbergs bei Seeham liegt der Teufelsgraben. Eine alpin anmutende Schlucht mit einem Wasserfall. Die Kugelmühle im Teufelsgraben in Seeham ist eine von zwei Kugelmühlen, die auf historischem Standort stehen und noch produzieren. Die Kugelmüllerei war bis Ende des 18. Jahrhunderts ein weit verbreitetes Handwerk hier im Flachgau und im angrenzenden Rupertigau. Die Kugeln wurden im großen Stil produziert, mehrere Millionen Stück pro Jahr, und über Salzburg und die Handelshäuser dort an die Nordseehäfen vor allem verschifft, weil diese Kugeln vorwiegend als Ballast dienten. Wenn die Schiffe nicht ganz vollgeladen waren, dann hat man diese Kugeln fasselweise eingeladen im Schiffsbach, damit das Schiff einen tieferen Schwerpunkt hat, das stabiler im Wasser liegt. Ne? Man hätte normale Steine auch nehmen können, du brauchst irgendwas, was viel Gewicht hat. Aber man vermutet halt, dass man die Kugeln dann nur eintauschen hat können am Bestimmungshafen. Die Produktion ist eigentlich ein sehr einfacher Prozess. Man hat einen liegenden Mühlstein aus einem sehr harten Material. In diesen Mühlstein werden die Rohlinge eingelegt. Die Rohlinge werden aus Quadern grob rund geschliffen, sodass sie zu drehen beginnen. Obendrauf liegt das Laufrad aus Eichenholz, das mit Wasserkraft betrieben wird. Die Kugeln brauchen je nach Größe zwischen 12 Stunden und 6 Tagen, bis sie fertig sind, und werden anschließend eigentlich nur mehr poliert, um den schönen Glanz des Materials auch gebührend zur Schau zu stellen. Wir machen aus verschiedensten Gesteinen der Region diese schönen Kugeln. Ich bin die Renate Fuchs-Haberl. Daheim bin ich in Nussdorf am Haunsberg, also sprich auf der anderen Seite, weil wir sind ja da jetzt auf der Ostseite vom Haunsberg.
Bekannt bin ich auch als Wildmohnfrau und der Name kommt daher, dass ich mich eben schon seit vielen Jahren mit den alten Kultplätzen da im Salzburger Land und auch darüber hinaus beschäftige. Im sogenannten Teufelgraben, den Namen hat der besondere Ort aber erst seit ein paar hundert Jahren, weil bis 1750 hat der Chorgraben geheißen. Und der Wasserfall hinter uns, der heißt bis heute noch Wildchorwasserfall. Also da ist der alte Name blieb. Aber den ganzen Kram an sich hat man im Zuge der Christianisierung dämonisiert und verteufelt. Da vom Wildchorwasserfall heißt, dass der Teufel da seinen Fußabdruck hinterlassen hätte. Das ist ja oft passiert mit den alten Plätzen und darum jetzt der Name Teufelgraben. Dieses Chor, dieses, was in dem Wort, im alten Wort drinnen steckt, heißt im ursprünglichen eben Schoß. Wir kennen ja das Bergchor, das sind Bergschüsse. Also sprich, wir sind da jetzt im Schoßtal von der Mutter Erde, da am Hausberg. Und Chor ist auch eine alte Silbe für Gebären, für Wachstum. Also da geht es um die Fruchtbarkeit, um das neue Lebensschenken von der Erde. Wir sind da jetzt auf der Westseite vom Hohensperrig, und zwar in St. Pankraz. Da steht zum einen die Kirche. Die Kirche steht nicht ganz auf dem Kraftplatz, weil der alte Kraftplatz mit der stärksten Energie, der ist da herum. Da ist früher auch die Kapelle gestanden von der Burg. Die Burg von den Hauensberger, die war da hinten oben auf diesem Turm, den man da noch ein bisschen sieht. Und was das ganz Besondere an dem Kultplatz da ist, das ist da hinterm Zaun. Und zwar ist das die alte Fruchtbarkeitsrutschen. Bist du schwanger? Mit vielen neuen Projekten. Weil damit man schwanger werden kann, braucht es ja eine Kinderseele, nicht nur diesen Körper des Kindes, den man dann empfängt. Und das ist so eine ganz alte Fruchtbarkeitsrutsche. Und das spiegelt auch die Kirchen wieder, weil in der Kirche drin, genau der Seitenaltar, der da umgeht, hat zwei ganz eindrückliche Geburtsszenen. Wo man zum einen die Geburt hat, zum anderen aber auch diese drei Lebensphasen. Also im Bett drinnen liegt die Alte, die Schwarze, im Heraußen steht die Große, die Rote, die Maria. Im Bett, das ist die Anna, die Urmutter, und das kleine Kind, was noch dabei steht. Also da haben wir wirklich diese drei Lebensphasen von der Frau, aber das ist immer der Jahreszyklus von der Erde. Wir begeben uns von der westlichen Nussdorfer Seite des Hauensbergs hinauf auf seinen 835 Meter hohen und 12 Kilometer langen Bergrücken. Der Weg mit dem Rad nach oben ist auch nicht ohne. Das Symbol des Hauensbergs schlechthin ist eigentlich die sogenannte Kaiserbuche. Eigentlich, denn es gibt sie nicht mehr. Das stattliche Original fiel 2004 einem Sturm zum Opfer. Das Denkmal mit Kaiserkrone ist Josef II. Gewidmet. Nach dem Bayerischen Erbfolgekrieg und dem Friedensschluss von Teschen 1779 soll Kaiser Josef II. Der Legende nach samt Tross von dieser Stelle aus einen Blick in das von Bayern neu zum Habsburgerreich gekommene Innviertel geworfen haben. Nur 200 Meter von der Kaiserbuche entfernt befindet sich die neue, hochmoderne Sternwarte am Hauensberg, eine Außenstelle des Hauses der Natur in Salzburg. Und wir genehmigen uns von hier aus einen Blick ins Universum. Mit einem Spiegeldurchmesser von 1 Meter Durchmesser erlaubt das Teleskop dem Besucher zum Beispiel Strukturen auf Jupiter und Saturn wahrzunehmen. Helmut Windhager, der Leiter der astronomischen Arbeitsgruppe am Haus der Natur, ist natürlich nicht nur von der herrlichen Aussicht ins Land begeistert. Also wir haben zwei Kuppeln. Die Besucherkuppel trägt das große 1-Meter-Teleskop, ein hochmodernes Teleskop, das in Österreich gefertigt wird. Das heißt, mit dem Teleskop können wir schauen, ob bei der internationalen Raumstation ISS ein Raumschiff angedockt hat oder nicht, oder ob ein Astronaut Wartungsarbeiten hat. Das werden wir sehen.
Zwischen Matsee und Obertrum liegt der knapp 800 Meter hohe Buchberg. Von den Egelseen auf der Ostseite wählen wir den Sagenweg nach oben. Aber vorher machen wir noch gleich oberhalb der Egelseen Halt, beim Haus Vogelhütte Nummer 1. Maria Reintaler wohnt seit 60 Jahren in diesem alten Flachgauer Sachi. So nennt man hier einen Selbstversorgerhof. Wenn ich 50 geworden bin, habe ich die Fensterrolle austauscht und umgegangen ein paar, so drinnen an. Aber so ist das noch alles wie vor 300 Jahren. So ist alles. Da bringst du fast keine Nage ein, wie das heute ist. Hühner aller Arten, Enten, ein Meer von Blumen und Kräutern. Die Hühner kommen nicht in den Kochtopf. Sie sterben meist an Altersschwäche. Wieso heißt es hier eigentlich Vogelhütte? Nicht ganz 300 Jahre ist her. Da haben da zwei Häuser gestanden, der Schuster und der Schneider. Und da haben die für das Stift Fege fangen müssen. Durch das hat es dann Vogelhütten geheißen. Was haben die im Stift mit den Vögeln gemacht? Ja, gefressen. Ich darf nicht so laut sein. Ein Kot, ein Hund und ein Hähner. Wir sind jetzt da am Gipfel vom Buchberg. Ein besonderer Kraftplatz ist das da herum. Und auch da auf die Weg gibt es eindrückliche Platzerl. Da hinten zum Beispiel kommt der Sagenweg, der Märchenweg auf. Und da unten die Wiesen, die heißt Hexentanzplatz. Weil da haben früher die Rituale stattgefunden. Es ist auch ein Wederplatz gewesen. Es ist ein Wederkreuz da unten gestanden. Also das ist ein Platz gewesen, wo man das Weder beobachtet hat, wo aber natürlich geräuchert worden ist, um das Weder positiv zu beeinflussen. Aber wir bitten jetzt einfach darum in Zukunft, dass die Weder, die da drüber ziehen, die überhaupt da über den Flachgau ziehen, dass die kein Unheil anrichten, dass die zwar einen Regen bringen, den wir immer wieder brauchen, aber dass, wenn sie mal hageln müssen, dass der Hagel über den See niedergeht und nicht über den Land. Circa 4 Kilometer von Neumarkt entfernt im nordöstlichen Zipfel des Flachgaus, an der Grenze zu Oberösterreich, liegt Straßwalchen. Der Ort ist ein Verkehrsknotenpunkt zwischen Salzburg und Linz sowie dem Innviertel und dem Salzkammergut. 1396 kaufte das Erzstift Salzburg den Markt Straßwalchen und das angrenzende Hochfeld vom bayerischen Hochstift Passau. Die Bayern sicherten sich dabei neben dem Mautrecht mitten in Straßwalchen ein kleines Territorium, das bayerische Platzl, auf dem heute das Gemeindeamt steht. Das führte nicht nur zu dem Kuriosum, dass an einem Ort bayerisches und Salzburger Recht Geltung hatten, sondern auch zu permanenten Streitigkeiten. Ein besonders archaischer Ort im Gemeindegebiet Straßwalchen ist das Hochfeld, ein bogenförmiger Höhenzug. Wir befinden uns jetzt da auf dem alten Hochfeld oder Hechfeld, hat es früher geheißen. Das war eigentlich der Namensgeber für unser Landgericht. Und zwar wie nach der Völkerwanderung im 5. Jahrhundert sind die Bajuwaren ja eingedrungen in unsere Gegend und haben dieses Gebiet da, was man da jetzt sieht, rundherum besiedelt. Außer den Markt Straßwalchen, weil der Markt selber war ja mit keltisch-romanischer Bevölkerung besiedelt. Und da hat sich dann so ein echtes Urgericht, so wie es heute noch in der Schweiz gibt, in den verschiedenen Kantonen, ein altes germanisch-bajuwarisches Teiding ergeben und war dann eingeteilt in 4 Obmannschaften. Also die größte Obmannschaft war da unten, das Dorf Irsdorf. Das Wichtigste war eigentlich immer, dass man versucht hat, einen Kompromiss zu schließen.
Was waren es? Ehestreitigkeiten, Grundstreitigkeiten, Viehhandel, der nicht funktioniert hat. Also alle diese gewöhnlichen Dinge im bäuerlichen Leben, falsch gewogen und so weiter. Und die Aufgabe des Richters war in der Regel, einen Kompromiss zu finden. Und wenn der geschlossen worden ist, wenn eine Einigkeit erzielt worden ist zwischen den Streitparteien, dann sind sie eben vor dem Richter und bei uns dann vor dem Birnbaum, wo die Richter gestanden sind, hingetreten und haben jeweils die Beilegung des Rechtsstreites mit einem Stein belegt und niedergelegt. Darum sagt man ja heute noch, wenn man gestritten hat, also legt man einen Star drauf, dann alles vergessen, ist der Rechtsfriede ist hergestellt. Und das letzte Teiding war um 1679 hier herum auf dem alten Schrannenplatz. Unterhalb des stark bewaldeten Irsbergs in der Ortschaft Irsdorf steht eine in mehrererlei Hinsicht einzigartige Marienwallfahrtskirche. Diese Kirche gehörte einst zu den frequentiertesten Pilgerstätten der weiteren Umgebung. Vor allem die beiden Türflügel von 1408 am Eingang zur Kirche mit den Holzreliefs der schwangeren Gottesmutter und der ebenfalls schwangeren heiligen Elisabeth findet man sonst kaum wo. Wegen dieser außergewöhnlichen Darstellungen wurde nach Irsdorf gepilgert, um einen Kindersegen und eine gute Schwangerschaft zu erbitten. An der Stelle der Kirche dürfte sich vorher ein keltisches Fruchtbarkeitsheiligtum befunden haben. Mit der Christianisierung kam es zu einer Weiterführung durch den Marienkult. Das Innere der Kirche überrascht durch seine großartige barocke Ausstattung. Auf der rechten Seite befindet sich ein römisches Reiterrelief, das als Sockel für die Marienfigur dient. Über den Foggenberg mit dem Lugginger und Ragginger See machen wir einen Sprung über das Salzburger Becken zum Untersberg, dem sagen- und mythenumwobenen Steinkoloss mit seinen 1972 Meter Höhe. Der Berg des Flachgaus. Im Freilichtmuseum in Großgmain am Fuß des Berges sind alte Bauernhöfe und historische Gebäude aus allen Regionen des Salzburger Landes versammelt. Die Architektur des nördlichen Flachgaus wartet mit einigen Überraschungen auf. Zum Beispiel die Italienerhäuser. Italienische Wanderarbeiter waren seit Beginn des 19. Jahrhunderts im Straßen- und Eisenbahnbau beschäftigt und haben auch viele Bauernhöfe reicherer Bauern errichtet und gestaltet. Diese Höfe erkennt man auch an den Schlackenputzfassaden, die mit Ornamenten und Blumenmustern verziert sind. Schlackesteine, das sind die Verbrennungsrückstände aus der Kohle- und Erzgewinnung. Einer der ältesten Flachgauer Höfe des Museums stand früher am Tannberg. Michael Wese, der Direktor des Museums, erklärt uns den Hof. Ein Einhof, der ursprünglich am Fuße des Tannbergs in Köstendorf stand, in Helming. Was ist das Besondere an so einem Einhof? Diese Einhöfe hatten alle Wohnteil und Wirtschaftsteil unter einem Dach. Und das ist aber noch ein ganz ein besonderer, ist eine sehr archaische Frühform eines Rauchhauses. Dieses Rauchhaus hat keinen Rauchfang, das heißt, der Rauch verteilte sich hier im Haus und konnte dann über das Dach entweichen. Hier wurde eingeheizt. Wir haben oberhalb dieser Feuerstelle keinen Abzug, sondern nur höchstens einen Funkenhut. Und der Rauch hat dann darüber das Fleisch, was zum Selchen aufgehängt war, bedient und weiter oberhalb war ein Bretterboden eingezogen, in dem das Heu zum Trocknen aufgelegt war. Sie sehen, es ist sehr dunkel in diesen Räumen. Man hat versucht, den Rauch hier auch erinnern zu halten, die Wärme erinnern zu halten und die Fenster waren in Notzeiten, in kargen Zeiten, in Winterzeiten höchstens einmal mit der Darmhaut einer Kuh oder mit einer Kuhblase verspannt. Vom Untersberg kam und kommt auch heute noch ein großer Teil des Trinkwassers der Stadt Salzburg.
Wir gehen jetzt hinauf zur Quelle Fürstenbrunn. Die Quelle Fürstenbrunn ist 1875 gefasst worden und ist praktisch Beginn der modernen Trinkwasserversorgung in der Stadt Salzburg. Und damit konnte jeder Haushalt im ersten, zweiten, dritten Stock Wasser aus dem Wasserhahn aufdrehen und hatte so das Wasser und musste nicht mehr zum Brunnen hinuntergehen und mit Kübel das Wasser hochtragen. In der Stadt hat es im 19. Jahrhundert immer Wasserprobleme gegeben, von der Hygiene her. 1865 war der letzte Cholerafall in der Stadt Salzburg, war auch von der Menge her. Die Stadt konnte sich nicht wirtschaftlich entwickeln. Man hat deswegen einen Antrag an König Ludwig I. von Bayern gestellt, auf Schenkung von Wasser aus der Fürstenbrunnquelle. Der Untersberg war damals Eigentum von Bayern. Und dieser Antrag, dem wurde stattgegeben und es wurden 47,2 Liter pro Sekunde der Stadt Wasser aus dieser Quelle geschenkt. Der heutige Eigentümer des 70 Quadratkilometer großen Untersbergs bei Salzburg und damit auch der König Ludwigsquelle ist der Unternehmer und Großgrundbesitzer Max Meyer-Mellenhof. Eigentlich ist man im Flachgau, ob nun auf der Sternwarte am Haunsberg oder auf der großen Pleike in Hendorf oder im Freilichtmuseum in Grödig, mit einem Fuß immer auf seinem Grund und Boden. Wir treffen Max Meyer-Mellenhof auf seinem Gutshof in Grödig. Unsere erste Frage: Wie kommt man eigentlich zu einem Berg? Oft wird man auf den Untersberg angesprochen, ich sage da ein bisschen zynisch steinreich. Ja, also außer Steine ist da nicht sehr viel. Wir haben diesen Besitz hier, ist vor 130 Jahren angekauft worden von der Familie Meyer-Mellenhof, vom kleinen Zweig, den Salzburger Zweig. Ja, also seit 130 Jahren dürfen wir das verwalten. Mit dem Ausdruck Eigentum habe ich immer ein bisschen Problem, wenn Eigentum und Natur ist. Also wir sind immer Verwalter für die nächsten Generationen. Was ist für mich ein Berg? Ein Berg hat für mich persönlich etwas mit Steinen zu tun. Der Untersberg ist so die erste wirklich hohe Erhebung der nördlichen Alpen. Und er ist ja deswegen auch faszinierend, weil er von den flachen Wiesen, wenn man hier hinaufschaut, eigentlich steigt er 1500 Meter senkrecht auf. Das ist schon ein richtiger Berg. Der Untersberg ist ein sehr gefährlicher Berg durch Kalk, durch die vielen Dolinen. Leider viele, viele Unfälle und auch immer wieder Todesopfer hier, wenn Schlechtwetterfronten kommen. Er macht mit dem Nebel zu innerhalb von wenigen Minuten. Wir haben Respekt vor diesem Berg, auch wenn wir hier aufgewachsen sind und ihn sehr, sehr gut kennen. Er ist mit Vorsicht zu genießen. Die Sagen und Märchen, die sich um den Untersberg ranken, mit denen haben uns eigentlich wir kaum befasst. Das, was wir als Erster mitgekriegt haben, war in der Volksschule im Unterricht, aber nicht von unseren Eltern, überhaupt nicht. Wir haben dann oft nachgefragt und gesagt, ja, stimmt es dann wirklich, was man da sagt über den Berg und über die Höhlen und über Sonstiges? Hat uns nie von der Emotion nie mitgenommen, weil es uns eben auch nie erzählt wurde. Mehrere Wege führen auf den Untersberg. Entweder man entscheidet sich für die Direttissima, den schweißtreibenden Dopplersteig mit seinen tausenden Stufen. Oder man meandert den Reitsteig hoch. Das dauert dann einiges länger. Wir entscheiden uns für die gemütlichste Variante, die Untersbergseilbahn, und sind in wenigen Minuten oben. Wir treffen hier Touristen des halben Erdballs und Anita Biebel, von der unsere Filmmusik stammt. Sie veranstaltet hier am Untersberg gerade einen Jodelkurs. Und wir sind überrascht, wie schnell man sich diese alpine Gesangstechnik aneignen kann. Dem Untersberg wird eine extrem hohe Energie nachgesagt. Laut dem Dalai Lama ist er das Herzchakra Europas. Unendlich viele Sagen und Mythen ranken sich um ihn. Auf der Suche nach Berggeistern und Zeitlöchern werden wir nicht direkt fündig. Kaiser Karl mit seinem langen Bart dürfte noch im Tiefschlaf verharren, bevor er herauskommt.
und die letzte Schlacht gegen das Böse auf der Welt schlägt. Eine der lebendigsten Sagen handelt vom uralten vorchristlichen Brauch, der wilden Jagd vom Untersberg. Dieser Brauch war lange Zeit unter Strafe verboten. In einer sehr plastischen Beschreibung von Nikolaus Huber aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts heißt es: Gleich einem Sturmwind braust der Geisterzug heran. Verworrenes Geheul schallt durch die Lüfte. Man hört Pferde wiehern, Hunde bellen, Peitschenknall und Jagdrufe. Wehe dem nächtlichen Wanderer, er ist unrettbar verloren, wirft er sich nicht sogleich mit dem Gesicht auf die Erde und lässt den Geisterzug vorbeirasen. Glück hinein, Unglück hinaus, es zirkt es wieder gehört ums Haus. Ja, dann der Name und das Berg spricht ja schon von dieser Welt unten drunter. Also das sind die Höhlen, das ist der Untersberg als diese alte Bergmutter. Weil heutzutage haben sie oft so den Eindruck, das wäre ein männlicher Berg. Aber der Untersberg ist die Anderswelt mit den Höhlen, mit dieser Gebärmutter, wo die Söhne wieder rauskommen. Diese Söhne, die mit der wilden Jagd Anfang Dezember da reinbrausen, weil die wilde Jagd ist der Seelenzug der Frau Bercht, mit der sie am Ende von der Vegetationsphase alle zurückbringt. Nicht nur die Menschenseelen, sondern auch die ganzen Tier- und Pflanzenseelen. Die fahren alle rein in den Berg, da werden sie im Winter gehütet. Und im Frühjahr, wenn die Zeit wieder reif ist, natürlich die Natur braust dann wieder raus aus der Erde, aus den Höhlen. Und genauso immer die Seelen, die bereit sind, dass wieder ein neues Menschenleben starten wollen, die kommen dann auch wieder raus aus dem Berg. Ja, da sieht man einfach, wie begehrt diese Anderswelt auch war, weil eben alle Kaiserkönige wollen da rein und heutzutage, ja, sind es halt dann irgendwelche Nazis, die da herin nur auf irgendeine Wiederkehr warten sollen. Also da versteht man zwar ein bisschen was von dieser Mythologie, wenn man das eine interpretiert, aber halt nicht den wirklichen Kern, weil um das geht es, dass einfach die Seelen wieder rauskommen. Aber ja, ich hoffe nicht, dass die wieder als Nazi kommen werden. Wir verabschieden uns mit einem Blick in den diesigen Flachgau und von allen guten Geistern des Berges. Die Bösen mögen auf ewig drinnen bleiben. Der Sonnenaufgang hier vom Berggipfel aus ist übrigens etwas ganz Besonderes.